Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Das müsste jetzt mitten in Part 5 sein. Und ja, die nächste Aufnahme, dann entweder wird diese Folge schon größer, aber ich glaube mal nicht, wenn da noch ein Teil von der vorherigen Aufnahme drin ist. Also wird es wahrscheinlich ab, also wahrscheinlicherweise ab Part 6 schön. Sieht man dann wahrscheinlich dann auch. Ich bin noch am Überlegen. Ich überlege es mir dann. Ihr werdet ja dann sehen, ob dieses Video dann schon groß ist oder nicht. Es wird dann in 1080p sein, einfach weil dann die Qualität am besten ist, komischerweise, auch wenn es immer noch 4:3 ist. Und ja, ich habe es geschafft, im Vollbildmodus zu spielen. Also ich spiele gerade im Vollbildmodus, besser gesagt. Das heißt, es gibt keinen nervigen Mauszeiger mehr zu sehen. Und ja, die Qualität müsste besser sein. Mal sehen, wie ich das dann mache. Ihr seht's ja dann. So, wir waren ja letztes Mal hier in Lukas Wohnung und wollten ja... Nanu, warum liegt die Zeitung wieder da? Ich dachte, er hätte mir gelesen. Ja gut. Ja, wir wollten nun letztes Mal uns wohl mit einem Verwandten von uns treffen und zum Grab gehen von der Mutter oder vom Vater. Ich bin mir da gar nicht sicher. Das habe ich jetzt vergessen. Ach ja, und was ich noch machen wollte. Oh. Aha. 27.01.09:04. Und 40 Sekunden jetzt. Wir können uns wohl entscheiden, ob wir mit Lukas Kane in den Park gehen. Oder mit Carla Valenti in der Polizeiwache spielen. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal wieder Carla Valenti. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich noch machen wollte, ist hier in den Optionen mal lieber den Schwierigkeitsgrad von normal auf leicht stellen. Dass wir da einfach besser durchkommen. Und ja, schauen wir mal. Hi, Carla. Wie geht's denn so? Guten Tag. Hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Ja, okay, können wir mit dem noch reden? Nein, anscheinend nicht. Mit dem Mann da können wir auch nicht reden. Vielleicht mit dir. Wow, sieht man auch so viel. Na, geht's dir gut? Du hast aber komische Schuhe an. Ganz spitz zulaufende. Interessant. So. Wir wollen uns auf jeden Fall noch vorher umschauen, ob es da irgendwas gibt. Ich glaube aber nicht dran. Sollten wir vielleicht einfach mal durchgehen? Brauchen wir was zum Abgeben? Nein, wir haben nichts dabei. Können da einfach so durch. Ja, die Kamera an sich ist gerade. Oh, da hinten liegt was. Ah, Bonus. Plus 10 haben wir gekriegt. Alles klar. Hier von hinten können wir ihn auch nicht anreden. Wie hier in der Ecke noch vielleicht ein Secret. Nein, da können wir aber durchgehen. Okay, schauen wir doch mal. Die Tür zum Kellergeschoss. Was soll ich denn da? Ja. Das frage ich mich auch, aber erstmal an der Tür rütteln, ne? Erst machen, dann fragen. Ja, super. Okay. Gehen wir nach links hoch. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Ja, super. Jetzt sind wir... Jetzt haben wir nochmal minus 5 gekriegt. Haben wir vielleicht ein Handy dabei oder so? Nee. Kann man ja auch irgendwie kein Inventar benutzen oder so. Haben wir ja gar nicht. Na, wo geht die Kamerafahrt hin? Zu Lieutenant Carla Valenti, Sergeant Tyler Miles. Alles klar. Da können wir bestimmt auch anrufen dann. Was haben wir denn hier? Können wir uns da was holen? Ja, da können wir uns was holen. Wow. Richtig große Tasse. Naja. Baut uns wieder ein bisschen auf. Das ist ja nicht schlecht.
Alles klar, ein Kaffee ist immer gut. Besonders als dauerhaft arbeitender Polizist. Oder zumindest sehr viel arbeitender Polizist in der Nachtschicht auch. Was haben wir denn hier noch? Ah, da kommen wir wahrscheinlich rechts und ja, okay. Das brauchen wir nicht. Hallo. Okay, ich kann auf der Treppe nicht wenden. Gut. Super. Ab rein. Mal schauen, ob wir mit ein paar Kollegen hier vielleicht... Hallo, Connor. Hallo. Ob wir mit ein paar Kollegen hier labern können. Hallo Carla, wie geht's? Gut doch. Na? Na? Hallo? Hallo? Hallo, Inspektor. Naja. Ein paar sind freundlich, die anderen kennen mich vielleicht. Hi, Frank. Hi, Carla. Gut geschlafen? Welche Zeitverschwendung. Ich kann auch genug schlafen, wenn ich tot bin. Typisch, Carla. Ja, so sieht's aus. So, wen haben wir denn da? Der hat hier eine echt interessante grüne Hose an. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey, red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Ah ja. Hallo Carla. Hi Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Alles klar, dann haben wir also schon erste Untersuchungen. Jetzt wollen wir doch mal beim Tyler anrufen. Was los ist? Vielleicht übernachtet er ja bei seiner Freundin oder so, hat jetzt verschlafen. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Ja, dann gehen wir natürlich dran. Okay, gut, dann eben nicht. Was haben wir sonst noch? Wasserspender? Oh, da können wir uns auch sogar was holen. Ah, das baut ja alles schön auf. Da gleichen wir alles wieder aus, was uns passiert. Die Schulden von dem, die gehen uns ja wirklich nichts an. Zehren aber trotzdem an unseren Nerven. Und da können wir uns erstmal hinsetzen und dann vielleicht telefonieren. So. Oder schauen wir erstmal in den Computer rein. Bisschen auf Facebook rum? Nee, doch nicht. Mails. Haben wir Mails? Valium. Von www.valiumforless.com. Betreff cheaper Valium. Up to 60% reduction on Valium when you order online today. Receive more than 300 types of tranquilizer delivered to your door in less than 24 hours, I mean, wherever you live. If you're stressed out by life, act now. Enter www.valiumforless.com. Na, Spam löschen. Zurück. Hi! Von Tommy. Betreff Hi. Hi Carla. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann, und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao, Tommy. Kein Betreff. All das ist schon einmal geschehen. Kirsten, was das wohl heißen soll? Okay. Nur von unbekanntem Absender. Der Betreff ist auch leer. Okay. Ah, Web. Müssen wir das lesen? Wetter ist doch vielleicht ganz interessant. Mehr Schnee, eine große Kaltluftfront, die sich aus Kanada nähert, wird einen weiteren Temperatursturz im ganzen Land verursachen. Weitere Schneefälle sind in den nächsten 48 Stunden zu erwarten, besonders stark im Osten und in der Mitte des Landes mit bis zu 20 cm Schnee an der Ostküste. Das Tief wird sich daraufhin in Richtung Westen ausweiten und für starke Winde und Hagelschauer sorgen. In der Nacht ist mit Frost zu rechnen. Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu sein. Pakistan-Ultimatum läuft halt ab. Wenn ihr
das lesen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal stoppen. Ich scroll das so mal ein bisschen durch. Okay, alles klar. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem Spiel so richtig zu tun hat. Kriminalitätsrate, Anstieg, aha. Da dasselbe, schön stoppen, lesen oder einfach mitlesen. Ah ja, okay, ja gut. Ich glaube nicht, dass das sehr interessant ist. Aber wenigstens kann man es mal lesen. Polizeidatenbank. Kirsten. Suche Kirsten. Ad acta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Geheim. Okay. Okay, gut, da können wir nicht drauf zugreifen. Haben wir sonst noch was? Nein. Gut, da wollen wir nicht nochmal nach dem Namen suchen. Dann schauen wir mal in die Akten. Oder einfach mal in die Schublade. Oh, ja, gut. Alles klar. Gut, haben einen Bonus gekriegt. So, und jetzt endlich mal anrufen. Ja, wusste ich's doch. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Das sieht ja nach einer wilden Nacht aus. Huha. Oho, Idee. Nein, das Licht an. Warum auch immer. Ja, genau. Wollen ja Strom sparen, genau. Strom sparen. Brauchen wir doch jetzt nicht die Lampe. Die Rechner laufen eh schon die ganze Zeit. Und jetzt können wir wohl zu Tyler wechseln. Okay. Dann machen wir das gerade mal. Tylers Wohnung. 27.01.09.04. So, mein Guter, steh doch mal auf jetzt. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Alles klar. Was haben wir denn hier? Da können wir schon mal rausgehen. Da können wir uns wohl anziehen. Ja, erstmal duschen, oder? Wo geht's denn da lang? Ah, da geht's doch ins Bad. Nein, geh nicht rein. Naja, okay. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. So, aufs Klo gehen können wir auch mal.